Hallo zusammen, heute zeige ich euch mal den Lieferumfang von diesem Vakuumgerät, was sich alles dort drin befindet. So, jetzt habe ich das mal aufgemacht, das Paket, und wir sehen schon direkt, wir haben hier zwei Dichtungen. Dann haben wir noch eine Tüte mit verschiedenen Sachen. Zwei verschiedene Schläuche, wie ich das hier sehe. Einen Cutter für die Folie und für Weinflaschen oder generell Getränkeflaschen, um sie haltbarer zu machen, den Inhalt von den Flaschen. So, dann haben wir hier noch ein paar Folien, die mit im Lieferumfang sind. Das sind verschiedene Größen und ich weiß nicht, ich glaube auch welche mit Zipper sind dabei. So, dann habe ich mal die Tüte aufgemacht mit den ganzen Sachen. Also hier ist einmal ein Anschluss von Gerät auf Dose beziehungsweise für den Korken hier. Dann ist ein Zippermesser dann dabei, um die Folien zu schneiden, wenn sie auf Rolle sind. Und dann haben wir noch den Anschluss, der ist dann beispielsweise hier für die Zipperbeutel, dass ihr da ansetzen könnt, wenn ich das richtig so verstanden habe. So, dann haben wir auch noch ein, also Zipperbeutel waren dabei gewesen, mehrere, so groß sind die, die dabei sind. Da haben wir knappe 28er Länge und ja, ca. 25 breit sind dabei. Und große Folien sind auch noch, nein, Entschuldigung, das sind kleine Folien. Diese vorgefertigten, also wenn ihr sie auf Rolle habt, ist das ja so gesehen ein Unendlichschlauch. Die sind hier unten schon zu, sind dann hier oben offen, da könnt ihr dann alles reinfüllen. Und die haben eine Breite von ja, knapp 20 und eine Länge oder Tiefe von insgesamt 30. So, das ist dann jetzt im Lieferumfang schon mit dabei. Wie gesagt, dann noch diese Dichtungen, die müssen wir also eigentlich auch noch einbauen. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Zuerst hole ich aber jetzt mal das Gerät raus. So, dann haben wir hier schon mal das Gerät halbwegs ausgepackt. Also es ist noch eine Bedienungsanleitung mit dabei. Dann haben wir das Gerät. Wie ihr sehen könnt, es ist am Glänzen. Finde ich jetzt gar nicht mal schlecht. Soll wohl Edelstahl darstellen, ist aber wahrscheinlich Blech. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier ist dann der Zipper. Nein, dieser Cutter dann da dabei für Rollen, damit ihr das abschneiden könnt. Jetzt war der gar nicht im Bilde gewesen. Ich habe da, darauf gezeigt. Gut, das Gerät, gucken wir mal, ob wir das vernünftig messen können, ist ja, ca. 40. Knappe 16 und in der Höhe knappe 8,5 cm. So, dann machen wir das mal auf. Hier ist übrigens der ganz normale Stecker dran. Aha, okay, da haben wir schon mal eine Rolle drin. Hier, das ist diese Unendlich-Rolle in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie viele Meter da drauf sind. Warnhinweise sind da noch drin, wie man die Rolle richtig einlegt, dass man darauf achtet. Dann ist hier ist die, dieser Heizstab, der das hinterher verschweißt. Da kommt der, nein, halt, stimmt gar nicht. Hier kommt der Anschluss rein von dem Grünen hier. Und dann muss man diesen Knopf drücken, da wir das ja von außen dann nicht steuern können, wenn wir irgendwie eine Dose oder diese Zipperbeutel dann verschweißen wollen. So, dann haben wir hier drinnen,
Jetzt dann na, wo haben wir denn so einen Beutel? Hier mal. So ein Beutel kommt dann, wenn ihr das dann befüllt habt, kommt das hier so rein. Natürlich ohne diese weißen Dinger hier. Die kommen natürlich raus. Dann wird das hier so reingemacht. Dann verschlossen. So, und dann müsstet ihr drücken, natürlich wenn das Gerät angeschlossen ist, ob ihr irgendwas habt, was nass ist da drinne, beziehungsweise ob es trocken ist. Was weiß ich, zum Beispiel Nüsse sind eine trockene Sache, dann würdet ihr da drauf drücken und dann hier drauf, dann macht ihr das automatisch, dann zieht ihr die Luft raus und versiegelt es automatisch. Wenn ihr es nur den Beutel, aus irgendwelchen Gründen nur den Beutel versiegeln wollt, drückt ihr da drauf. Ja, ob ihr nur den versiegeln wollt oder ob. Nee, das ist wirklich nur fürs Versiegeln. Dann habt ihr noch eine Stopptaste und dann gibt es noch für nasse Sachen, beispielsweise Fisch oder sonstige Sachen, damit ihr die. Der zieht dann nicht ganz so hart das Zeug da raus, dann, damit es nicht im Gerät landet. So. Dann wäre es dann hier rausgesogen worden. Hier wäre es auf dieser Höhe, würde es dann verschweißt werden. Dann könnt ihr die Sache hinterher wieder aufschneiden. Beziehungsweise hier ist auch eine. Ich weiß jetzt nicht genau den Fachbegriff dafür. Auf jeden Fall kann man an dieser Kante, wenn man das sieht, ja, man sieht es jetzt, kann man einfach dann öffnen. So, die Beutel könnt ihr dann in den Gefrierer tun oder sonstige Sachen. Was mir schon mal sehr gut gefällt, ist, dass ich das hier rausnehmen kann, ja? Darunter ist natürlich wieder irgendein Warnhinweis. Den tun wir auch mal raus. So, das könnt ihr auf jeden Fall raustun zum Reinigen, falls dann doch mal irgendwie Flüssigkeit mit reingesogen worden ist. Deswegen habt ihr hier die Dichtungen hier und. Mann, ich hab's aber heute, ey. Hier und dort sind Dichtungen. Dafür habt ihr zwei Ersatzdichtungen, aus welchen Gründen auch immer, falls sie vielleicht mal kaputt gehen. Das werde ich ja dann sehen, aber bis jetzt gefällt mir das Gerät sehr gut. Hier ist auch dieser Cutter dran für die Rolle. Und wenn ihr dann die Rolle da irgendwas haben wollt, dann zieht ihr euch das einfach so lange raus, wie ihr das haben möchtet. Macht das dann zu. Drückt einmal die Versiegelungstaste, dann fängt es an zu blinken, dann hört es auf zu blinken. Wenn es aufhört zu blinken, könnt ihr es wieder aufmachen und weitermachen. Also den Beutel dann befüllen und dann haltet ihr den Beutel dann wieder hier rein. So wie den jetzt. Da rein, zumachen. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr das auch hört. Und dann würdet ihr dann einfach dann in dem Fall für nasse Sachen oder trockene Sachen und dann einfach auf Automatik stellen. So, das ist schon das ganze Geheimnis von den Dingen. Ich werde gucken, wie zufrieden ich mit dieser Sache sein werde. Ich wollte euch mal mitnehmen und zeigen, was alles so im Lieferumfang von diesem Gerät ist. Ich hoffe, euch konnte das irgendwie weiterhelfen, wenn es euch gefallen hat. Gerne ein Like da lassen. Wenn ihr Erfahrung mit diesem Gerät habt, auch gerne Kommentare drunter schreiben. Ich bin sehr dankbar für Informationen, Tricks und Kniffe für solche Sachen, wie ich jetzt am besten am besten einschweiße, lagere und sonstiges, wie man das halt länger haltbar machen kann. Links und sowas werde ich auch natürlich unten einfügen, wenn ihr euch das da interessiert. Und ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne über Links gehen. Ihr habt dadurch keine Nachteile. Ich werde dadurch eine kleine Provision kriegen des Partnershoppes, wahrscheinlich Amazon. Ja, das wäre es eigentlich soweit. Ach, eins habe ich noch, kann ich euch noch zeigen. Es gibt auch so Nachfüllpackungen von diesen Rollen in unterschiedlichen Größen. Einmal eine etwas schmalere und eine etwas breitere. Die sind auch gar nicht teuer, auch von denselben Hersteller wie das Gerät ist. Also sollte das dann auch passen. Ja, nur dass ihr mal gehört habt. Falls Interesse ist, wie gesagt, alles unter dem Video. Ja, viel Spaß, bis dahin, ciao, ciao.